Hallo, ich zeige euch mal, wie man ein Doppelfilet macht. Für Rollmops, für Bismarckhering. Ganz einfach. Einfach oben an der Mittelgräte lang schneiden. Nicht die Haut hinten durch. Bis hinten am Ende. Einmal umklappen. Jetzt schneide ich hier nochmal ganz leicht ein. Das ist die eine Variante. Jetzt gehe ich nach hinten und nimm die Mittelgräte raus. Und da ziehe ich das einfach so weg. So. Wenn man das jetzt grätenfrei haben möchte, gehe ich hier einmal hier lang. Drehe den um. Das wäre grätenfrei. So sieht ein Bismarckfilet aus. Ich zeige euch das nochmal langsam. Einmal oben lang schneiden. Umklappen. Man kann das auch hier nachher nochmal machen. Und jetzt kann ich das hier einstechen und schneide mit der Drähte raus. Bisschen nach da. Und hier ziehe ich das einfach weg. Das ist die Mittelgräte. Das ist ein sehr großes Filet. Ich mache das immer so. Lass die kleinen feinen Gräten drin. Weil die sind eh weg, wenn sie in Essigsud liegen. Bisschen putzen. So, das ist ein akkurates Filet. Einfach und schnell. Nochmal, schön oben lang. Ein bisschen zu weit geschnitten. Ist nicht so gut. Am besten lassen sich die Heringe verarbeiten, wenn sie einen Tag alt sind. Umklappen, hier an die Kante nochmal lang. Ja. Und jetzt hier dahinter. Und so ziehe ich das ab. Ja, Mittelgräte. Auch wenn ich meine Matsches mache ich auch so. Das sind dann meine Matsches. Ich zeige euch das nochmal ganz langsam. Oberhalb der Mittelgräte lang schneiden. Darauf achten, dass man nicht hinten durchschneidet. Einmal umklappen. Jetzt lege ich den Fisch euch mal so hin. Schneid hier eine Kante nochmal lang. Das könnt ihr ja sehen. Bis hier. So. Jetzt gehe ich hier rein. Und schneide Mittelgräte raus. Das ziehe ich mir ab. Das ist die Mittelgräte.
Jetzt mache ich die Gräten frei. Einmal nochmal hier lang. So, diese Teile sind sehr gut für Travemünde Hornhechtangeln. Hebe ich auf. So sieht das Filet aus, ein Doppelfilet für Matsches. Kann man Matsches machen, kann man die Bismarck-Heringe und wie gesagt schöne Rollmops. Ich habe da noch einen, dann bin ich fertig. Das war's. Viel Spaß beim Nachmachen. Hallo, ich zeige euch mal, wie man ein Doppelfilet macht. Für Rollmops, für Bismarck-Hering. Ganz einfach. Einfach oben an der Mittelgräte lang schneiden. Nicht die Haut hinten durch. Bis hinten am Ende. Einmal umklappen. Ich schneide hier nochmal ganz leicht ein. Das ist die eine Variante. Jetzt gehe ich nach hinten und nimm die Mittelgräte raus. Und da ziehe ich das einfach so weg. So. Wenn man das jetzt grätenfrei haben möchte, gehe ich hier einmal hier lang. Drehe den um. Das wäre grätenfrei. So sieht ein Bismarckfilet aus. Ich zeige euch das noch mal langsam. Einmal oben lang schneiden. Umklappen. Man kann das auch hier nachher noch mal machen. Und jetzt kann ich das hier einstechen und schneide mit der Gräte raus. Bisschen nach da. Und hier ziehe ich das einfach weg. Das ist die Mittelgräte. Das ist ein sehr großes Filet. Ich mache das immer so. Lass die kleinen feinen Gräten drin. Weil die sind eh weg, wenn sie in Essigsud liegen. Bisschen putzen. So, das ist ein akkurates Filet. Einfach und schnell. Nochmal, schön oben lang. Ein bisschen zu weit geschnitten, ist nicht so gut. Am besten lassen sich die Heringe verarbeiten, wenn sie einen Tag alt sind.
umklappen, hier an die Kante nochmal ran. So. Und jetzt hier dahinter. Und so ziehe ich das ab. Ja, Mittelgeräte. Auch wenn ich meine Matsches mache ich auch so. Das sind dann meine Matsches. Ich zeige euch das noch mal ganz langsam. Oberhalb der Mittelgeräte lang schneiden. Darauf achten, dass man nicht hinten durchschneidet. Einmal umklappen. Jetzt lege ich den Fisch euch mal so hin. Schneid hier eine Kante nochmal lang. Das könnt ihr ja sehen. Bis hier. So. Jetzt gehe ich hier rein. Und schneide Mittelgeräte raus. Den Rest ziehe ich im Rad ab. Das ist die Mittelgeräte. Jetzt mache ich die Geräten frei. Einmal nochmal hier lang. So, diese Teile sind sehr gut für Travemünde Hornhechtangeln. Hebe ich auf. So sieht das Filet aus, ein Doppelfilet für Matsches. Kann man Matsches machen, kann man die Bismarck-Heringe und wie gesagt schöne Rollmops. Ich habe da noch einen, dann bin ich fertig. Das war's. Viel Spaß beim Nachmachen.